Das Buch namens Militant Islam. Militant Islam ist ein Buch. Das Buch spricht über einen geheimen Bericht Englands zur Zerstörung des Osmanischen Reiches. Der Sprachwissenschaftler Professor Dr. Süheyl Sukari erklärt dieses Buch. Er arbeitete als Direktor für Arabisch bei den Vereinten Nationen. Ich hatte ein Buch revolutionärer Islam gelesen. Es wurde von Jansen geschrieben und ich habe gesehen, der Engländer hat eine teuflische Intelligenz. Der Mann hat sowohl das Buch geschrieben als auch seine Verbreitung für 75 Jahre verboten. Und Jansen sagt in seinem Schreiben, dass die Engländer und die Prinzen das Osmanische Reich untersucht haben, bevor sie es beherrschten. Sie fragten sich, was die Ursache für diese immense Kraft im muslimischen Menschen sei. Was für eine Kraft ist das, die es den Muslimen ermöglicht hat, den Atlantischen Ozean und sogar Wien zu erreichen. Sie haben gesehen, dass kleine muslimische Kinder drei bis sechs den Koran auswendig lernen. Ein siebenjähriges Kind entwickelt einen scharfen Verstand. Im Koran gibt es 50.000 Wörter. Stellen Sie sich die Macht vor, die dem Kind gegeben wurde, als die Engländer und Franzosen dies sahen, sagten sie, dass die Koranschulen der Grund seien. Frankreich verbot sofort die Koranschulen. In Afrika, Libanon und Syrien in den Schulen unter ihrer Kontrolle. In Syrien konnte die Koranschule ein wenig bestehen bleiben. Der Engländer sagte, Verbot klappt nicht, den Koran durch Schmähung zu zerstören. Sie kamen und eröffneten spezielle ausländische Schulen für unsere reichen Kinder. Sie lehrten ein schwächeres Curriculum als in England. Die Sprachen lehrten nur ihren Kindern. Aber in den arabischen Ländern unter ihrer Kontrolle, sowie in Ländern wie Pakistan und Indien, lehrten sie niedriges Niveau Englisch. Dann gründeten sie dann zusätzlich die sogenannten modernen Schulen und nahmen sechsjährige Kinder auf. Das Kind verbringt die Jahre, in denen es spielen sollte, in der Schule. Der wichtigste Teil wurde gestohlen, der Teil, in dem es eine Sprache lernen würde. Und der Engländer konnte diese Zeit stehlen, in der Zeit, in der das Kind Fuscher Arabisch lernen würde, und diese Zeit würde, diese Kinder könnten jetzt sowohl Dialekt als auch fließend Fuscher sprechen und wurden vor allem um die fünfzigtausend Wörter gebracht, die grundlegend für ihr Leben wären. Nachdem sie den Koran auswendig gelernt haben, arbeiten sie im Alter von sechs bis sieben Jahren an Bin Malis bin Beitlik Buch, das alle Regeln des Fuscher Arabisch enthält. Ich habe einen riesigen Unterschied zwischen unseren Kindern, und den Kindern der sogenannten entwickelten Länder gesehen. Unsere Kinder können nur Ami, also wirklich Dialekt, sprechen. Im Ami gibt es tatsächlich auch nur 3000 Wörter. Ein Kind im Westen hat bis zum Schulbeginn ab dem Alter von ungefähr drei Jahren im Durchschnitt bis zu ungefähr 16.000 Wörter gesammelt. Aber alle Kinder in der arabischen Welt sind zu Hause auf die umgangssprachliche Sprache beschränkt die von den Eltern gesprochen wird. Stell dir vor, wie soll dieses Kind denken? Seine Vorstellungskraft und sein Verständnis können niemals so weit reichen wie die der anderen. Als ich dies in der Sprachwissenschaftsschule lernte, hatte ich Angst als auch Mitleid für unsere Kinder. Er sagte zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass es im Koran 50.000 Wörter gibt. Wenn ein Kind in jungen Jahren 50.000 Wörter auswendig lernt, Erweitert es seinen Geist erheblich. Welche Wörter sehen wir also zum Beispiel im heiligen Koran? Sonne, Mond, Sterne, Allah, Engel, Paradies, Iblis, Teufel, Meer, Fluss und so weiter. Stellen Sie sich vor, ich bin ein Bauernkind, das im berühmten Ägypten am Nil aufgewachsen ist. Ich hatte das Wort Fluss nie gehört, bis ich im Geografieunterricht in der Schule von der Existenz eines Flusses erfuhr. Wissen Sie warum? Weil in unserem kleinen malerischen Dorf der Fluss als Meer bezeichnet wurde. Bei uns nennen sie Meer. Wir sind ans Meer gegangen. Wir sind vom Meer gekommen. Was sie Meer nennen, ist Bach, durch das Dorf fließt. Es ist kein echtes Meer. Als wir zur Schule gingen, haben wir in der vierten Klasse den Unterschied zwischen Meer und Fluss gelernt. Stell dir vor, du erfährst mit zehn Jahren, dass Meer und Fluss unterschiedliche Dinge sind. Bis zu diesem Alter vergeht die Zeit umsonst. Hätten Sie uns ab dem Alter von drei Jahren den Koran auswendig lernen lassen, wären wir über Dinge wie Meer, Fluss, Jemen, Saba im Koran informiert gewesen. Jetzt wissen Männer im Alter von 40, 50 Jahren nicht, dass es in Jemen ein Königreich namens Saba gab. Im Koran gibt es Wörter in geografischer, historischer, astronomischer und so weiter Hinsicht. Denken Sie einmal wirklich darüber nach, wie viele Begriffe es wirklich gibt, stellen Sie sich das wirklich vor. Außerdem sagt er, dass wir den Koran direkt auswendig lernen sollen, ohne zu versuchen, ihn zu verstehen. Du kannst ihn später verstehen, wenn du willst. Wichtig ist, dass du diese 50.000 Wörter einprägst. Das wird deinen Geist erheblich erweitern. Dein Verstand wird stark und gut strukturiert wie eine Stadt sein. Die Frau, die sie sehen, hat sehr lange an verschiedenen und renommierten Sprachschulen studiert. Danach, die Vereinten Nationen Arabisch als eine der anerkannten Sprachen aufnahmen, gab es bei den Vereinten Nationen fünf Sprachen, Arabisch wurde die sechste. Sie begann bei den Vereinten Nationen und ist jetzt Direktorin der arabischen Abteilung der Vereinten Nationen. Natürlich, jemand, der sein Leben der Sprachforschung gewidmet hat und zu dem Schluss kommt, dass ein Kind im Alter von drei Jahren 50.000 Wörter im Gedächtnis haben sollte, damit sein Verstand sich erweitert. Wenn ich den Koran im Alter von 10 oder 20 Jahren auswendig lerne, werde ich wirklich dieser Frucht beraubt. Es nimmt ab. Das können wir mit diesem Beispiel erklären. Wir wollen einen Fußballer ausbilden. Wir haben jemanden mit drei Jahren mit dem Ball bekannt gemacht. Nehmen wir an, er muss zehn Jahre lang trainieren, um gut zu werden. Das bedeutet, dass dieses dreijährige Kind mit etwa 13 Jahren ein Meisterfußballer sein wird. Wenn wir eine andere Person im Alter von ungefähr genau 50 Jahren nehmen und sie genauso wie ein dreijähriges Kind zehn Jahre lang trainieren lassen, wird diese Person dann ungefähr 60 Jahre alt sein. Kann man wirklich von einem 60-Jährigen ernsthaft erwarten können, dass er überhaupt wirklich wie ein 13-Jähriger Fußball spielt? Ist das logisch unmöglich? Körper ist ausgetrocknet. Zellen sind ausgetrocknet, Bewegung hat sich verlangsamt. Um ein guter Fußballspieler zu werden, muss man früh beginnen. So ist es auch mit dem Gehirn. Wenn wir den Geist des Kindes erweitern wollen, müssen wir in diesem Alter beginnen. Das ideale Alter ist dieses Alter. Möchtest du eine Hütte oder eine Stadt mit breiten Straßen? Die 50.000 Wörter im Koran werden dem Geist des Kindes sehr breite Wege eröffnen und eine starke Grundlage schaffen. Jetzt kann er sich auf den breiten Straßen, im Auto, im Lastwagen, in der Straßenbahn bequem fortbewegen. Er kann jedes Fahrzeug fahren, das er möchte. Wenn er will, kann er sogar ein Flugzeug landen. Frei. Nutze es, wie du möchtest, aber baue zuerst eine starke Grundlage mit dem Koran auf. Dies sollte uns wirklich die Bedeutung der von der Religionsbehörde eröffneten Koran-Memorierungskurse zeigen und verdeutlichen. Und wenn sie darauf achten, sind die Höhen und Tiefen der Türkei in den letzten 300 Jahren direkt mit der Koranmemorierung verbunden. Aber trotz allem wissen wir, dass die Koranmemorierung bis zum letzten Tag des Osmanischen Reiches in Anatolien fortgesetzt wurde. Was haben die Engländer also gemacht? In den letzten 250 Jahren haben die Engländer, wenn der Osmanische Sultan um Kredite bat, zur Bedingung gemacht, dass Menschen, die den Koran nicht auswendig gelernt hatten, in hohe Ämter berufen werden. Dafür suchten sie nach Familien, die ihren Kindern das Auswendiglernen des Korans nicht beibrachten. Zum Beispiel wissen Sie, dass die Sabäer den Koran wirklich tatsächlich überhaupt nicht auswendig lernen? Gehen Sie und sehen Sie, kein Iraner kennt den Koran auswendig. Chomeini, keiner von Ihnen kennt ihn. Lassen Sie sich nicht täuschen, dass Sie sich Ayatollah nennen. Sogar der Führer der iranischen Revolution, Chomeini, leitete ein Gebet. Sie können es auf YouTube ansehen. Wissen Sie, wie er das Gebet leitete? Dieser Mann rezitierte in beiden Rakat, die Sure al-Fatiha und die Sure al-Ikhlas. Das hat er rezitiert. Das heißt, er konnte keine andere Sure rezitieren. Stellen Sie sich vor, es gibt keine andere Sure. So viel weiß er. Schauen Sie. War Talat Pascha ein Koran Hafis? Mitat Pascha hat seine Memoiren gelesen. Der Großvezier verantwortlich dafür, dass die russische Armee Istanbul erreichte. Mitat Pascha, der als Reformer bekannt ist, aber Ursache dieser Katastrophen war, ich habe seine gesamten Memoiren gelesen und konnte nicht einen Ausdruck finden, dass Allah uns helfen oder uns den Sieg geben wird, als ob er dem Islam nie nahe gewesen wäre. Untersuchen Sie alle Staatsmänner, die ab dem Jahr 1800 bis zum Untergang im Osmanischen Reich im Amt waren. Gehen Sie und schauen Sie nach. Sie werden sehen, dass sie geistig rückständig waren, selbst die Aufrichtigen. Straßen, durch die nur eine Person hindurchgehen kann, manchmal muss man nebeneinander gehen, in die weder die Sonne noch die Polizei eindringen kann und in denen Schmutz und Krankheit sich ausbreiten. In diesen engen Straßen herrscht ständig Chaos. Und das immer. Es ist nicht offen für Entwicklung. Es ist dunkel. Es gibt keinen Transport. Wie soll es da Entwicklung geben? Ist das nicht richtig, was ich sage? Es ist praktisch von der Zeit und der Kommunikation mit der Welt abgeschnitten. Das Ereignis ist ohne Frage vergleichbarerweise vergleichbar mit dem Vergleich zwischen Slumvierteln und geordneten Städten. Unabhängig davon, ob es sich um die Türkei, Ägypten oder ein anderes Land handelt, besteht die Aufgabe der Bildungsministerien darin, unsere Aufmerksamkeit auf die Slumviertel zu lenken. Was meine ich mit dem Slumviertelgedanken? Unser Denken ist wie ein Slumviertel. Jeder baut planlos, unorganisiert und dort, wo er Platz findet, ein Haus. Weißt du, was du in der Schule höchstens lernen kannst? In der Schule lernst du höchstens drei, vier, höchstens fünftausend Wörter. Und sie beginnen dir diese Wörter beizubringen, nachdem deine geistige Entwicklung stagniert ist, was ohnehin schwer zu verstehen ist. Der Verstand des Kindes akzeptiert dies nicht oder nur schwer, denn es ist bereits Vergangenheit. Wenn man als Kind den Koran auswendig lernt, ist der Verstand wirklich so weit. Es ist als würde er in seinem Kopf einen sehr weitläufigen und modernen Stadtplan mit Straßen und Infrastruktur zeichnen, so ist der Verstand eines dreijährigen Kindes, das den Koran auswendig lernt. Dann kannst du die gewünschte Bebauung vornehmen, die Infrastruktur ist vorhanden. Aber was kann selbst ein Führer wie Erdogan tun, wenn das Denken einer Nation wie ein Slum geworden ist? Er wird gezwungen sein, in diesen engen Gassen zu arbeiten. Das heißt, er wird Rohre verlegen und Kabel sammeln, aber trotzdem werden diese Rohre platzen und bei Regen wird die Leute der Stromschlag treffen, das heißt, das Problem wird weiterhin bestehen. Dann, wenn es mit Reparaturen nicht gelöst werden kann, werden sie sagen, lasst uns eine umfassende städtische Erneuerung durchführen und die gesamte Infrastruktur, die Sie hier sehen, wird entfernt. Die gesamte falsche Bebauung wird entfernt, also abgerissen und von Grund auf neu gebaut. So ist es. Die größten Verräter in unseren Ländern, die größten Kollaborateure sind unsere Bildungsminister, die unsere Gedanken ins Slumviertel verwandeln. Auf YouTube der Hadith-Gelehrte von Al-Azhar, Prof. Dr. Ahmed Mebet abdul -Kerim sagt in seinen Videos, in denen er die Bedeutung des Koran-Memorierens erklärt, dass während der Monarchie ein Befehl aus Amerika, an die ägyptische Regierung erging, das Koran-Memorieren in Grundschulen zu stoppen. Die Amerikaner und Engländer initiierten einerseits in unseren Ländern Schulen, die unwissende und ungebildete Generationen heranzogen, und andererseits legten sie uns weiterhin zusätzliche und weitere Hindernisse in den Weg. Sie verboten das Koranlernen. Sie eröffneten Schulen. Unwissende meinten, Anzug und Krawatte zu tragen sei Fortschritt. Dann übergaben sie die Verwaltung, Ämter und Geld, denen sie fanden. Haben sie getan. In meinem Berufsleben habe ich das oft erlebt. In Meriada ist die Bedingung für die Arbeitssuche und den Aufstieg unwissend zu sein. Wenn du gebildet bist, nehmen sie dich niemals. Professor Dr. Ahmed Mabet Abdul Karim erzählte dies in einem seiner Videos auf seinem YouTube-Kanal. Ich spreche nicht von den Al-Azhar-Madrassen sondern von der Abschaffung des Koran-Memorierens in den staatlichen Grundschulen zur Zeit des Königs in Ägypten. Früher haben alle Schulen den Koran auswendig lernen lassen. Der Lehrer sagt auch, dass du dein Kind ab dem Alter von drei Jahren in eine Sprachkita gibst. Warum machst du das? Fremdsprachige Kindergärten bieten Sprachunterricht an. Sie vermitteln diesen Unterricht, Sätze und Wörter auswendig lernen, sie schauen, wie viele wörter auswendig gelernt hat, aber sie verstehen nicht. dasselbe für den koran lehnst du ab. diese katastrophen begannen während der herrschaft von sultan selim iii. innerhalb von 20 jahren erlebte das osmanische reich zahlreiche katastrophen, die das reich stark beeinflussten. Stellen Sie sich vor, Napoleon besetzte Ägypten mit nur 30.000 Soldaten. Napoleons Armee marschierte nach Damaskus und wurde in Akre besiegt. Ohne dies wäre er vielleicht nach Damaskus oder Istanbul gekommen. In der Zeit dieses Sultans hatte das Osmanische Reich viele Niederlagen. In der Geschichte des Islam wurden wir oft besiegt. Die Mongolen. Bei jeder Niederlage fielen wir von Allah, Koran und Islam ab. Deshalb wurden wir besiegt und kehrten zum Islam zurück, um stärker zu werden und zu gewinnen. Das heißt, wir wurden materiell besiegt, aber psychologisch nicht. Selimta beging ja. einen Fehler, der zum Untergang der islamischen Welt führte. Unsere Niederlage ist der Islam. Er kam auf den Gedanken, dass wir Schüler der Europäer sein sollten. Die Europäer tragen keinen Turban. Also werden wir den Turban ablegen und einen Fest tragen, sagte er. Anfangs gab es einen Konflikt zwischen Turban und Fest. Sie tragen Hemd und Hose und auch eine Krawatte sowie auch Schuhe, also werden wir das ebenfalls tragen. Diesen Weg hat Selim eröffnet. Danach führte es zur weitreichenden Verbreitung von Alkohol und Unzucht und schließlich zum Einmarsch der Engländer in Istanbul. Je mehr Reformen durchgeführt wurden, desto mehr zerfiel der Staat. Denn obwohl sie es osmanische Reformen nannten, waren es in Wirklichkeit osmanische Zerstörungen. Der Beweis, der Staat zerfiel in 150 Jahren der Reformen. Es war Zerstörung. Die englische Armee marschierte in Istanbul ein. Eine größere Demütigung war unmöglich. Ich möchte den dritten Selim erforschen. Wen hörte er? Wer gab ihm die Idee, dass wir uns entwickeln würden, wenn wir uns an Europa anpassen? Seit 250 Jahren regiert uns Europa wie Tiere. Wir putzen immer noch ihre Schuhe. Ja, wir machen immer noch denselben Job. Wir sind weder vorangekommen noch ins All geflogen, noch sonst etwas. Weder konnten wir Computer noch Autos herstellen. Die Türkei produziert Autos. Warum? Weil Imam Hatib Absolvent Erdogan steht. Kein ausländischer Absolvent. Er hat nicht an der Bosporus-Universität, die amerikanische Universität ist, Studiert. Die Automobilproduktion in der Ära des Imam-Hatib-Absolventen Erdogan. Man sieht auch andere Entwicklungen so sind. Der Pionier der Drohnenproduktion, Ingenieur Selçuk Bayraktar, ist ebenfalls eine Frucht desselben Klimas wie sein Schwiegervater Erdogan. Die Ursachen der damaligen Katastrophen sollten untersucht werden. Ich sage dies, ohne dass ich irgendwelche Forschungen gemacht habe. Damals muss das enge Umfeld des Sultans ihm die Entfernung vom Koran als etwas Gutes dargestellt haben. Natürlich geschah diese Beeinflussung allmählich. Waltungssystem kann nicht offen sagen, dass wir den Islam nicht wollen. Es sagte, wir sollen Kleidung kaufen. Dann nahm diese Verschlechterung weiter zu und führte schließlich zu Beleidigungen des Korans wie bei Umit Östa. Diejenigen, die den Koran auswendig lernten, wurden als rückständig bezeichnet. Schauen Sie, Selimti hatte das Osmanische Reich damals in so großem Umfang übernommen. Schauen Sie hierher. Sehen Sie das wirklich nicht? Je mehr er Europa nachahmte, desto mehr zerfiel der Staat. Es zerfiel, und am Ende blieb von diesem Staat nur eine kleine Provinz in Anatolien mit einer Fläche von 1 Million Quadratkilometern, die Türkei genannt wurde. Sie sehen es, nicht wahr? Sie können sich den Park vorstellen. Als die Kinder mit drei Jahren den Koran auswendig lernten, war der Staat so. Aber mit den Schülern, die auf französische Schulen geschickt wurden, kamen Alkohol, Drogen, Tanz, Freimaurerei, Gottlosigkeit und so weiter. Je mehr wir lernten, desto mehr wurden wir so. Sogar nicht nur das, wir alle wurden so. Das Osmanische Reich oder die Türkei beschränkte sich auf die Umgebung von Ankara. Schauen Sie, das haben Sie hier ganz genau gesehen. Und was ist dann nämlich passiert? Es gab dann den sogenannten Unabhängigkeitskrieg. Die Armeen von sieben Staaten besetzten die Türkei. Die Engländer und Franzosen besetzten Istanbul. Die Griechen und Bulgaren besetzten Edirne, die Armenier den Osten, die Engländer den Irak, die Franzosen die Region Damaskus und sogar die Italiener besetzten Antalya. Natürlich waren Tunesien, Ägypten, Sudan, Eritrea, Somalia, Arabien, Kreta, Zypern, die Balkan, Bulgarien, die Ukraine und so weiter alle unser Land und wurden verloren. Aber warum? Diejenigen, die dem Osmanischen Reich Kredite gewährten, machten zur Bedingung, dass Korangelehrten keine Befugnisse erteilt werden, weil der Koran abgeschafft und Trunkenbolde an die Macht kamen. Natürlich wählten sie ihn auch aus Personen mit trinkfreudigem, freimaurerischem Charakter. So entwickelten sich die Ereignisse. Das Ende von Selims Reform führte zum Fall Istanbuls. Und dazu, dass außer Ankara kein anderer Ort übrig blieb. Ankara war ein Dorf, wäre es eine große Stadt gewesen, hätten die Engländer es besetzt. Es war keine große Stadt. Diese Paschas sind die Verantwortlichen für die Niederlage des Osmanischen Reiches. Wie viele Koran-Hafize sind da? Es gab unter ihnen Feinde des Osmanischen Reiches. Derjenige, der als Scheich auftrat, war ein Freimaurer. Unter ihnen war nur Enver Pascha aufrichtig. Aber auch er war unerfahren. Ich spreche von den Offizieren des osmanischen Militärs. Auf YouTube gibt es die Memoiren eines osmanischen Offiziers namens Sami Jansche. Er war Mazedonier. Er war für Versorgung der Soldaten verantwortlich, also Logistik. Dieser Mann sagt, dass die osmanischen Offiziere im Ersten Weltkrieg keine Schuhe hatten, keine Schuhe. Sie gingen barfuß. In der heißen Wüste, die Sonne über ihnen. Stellen Sie sich das vor. Er sagt, die Kleider waren in Fetzen und zerrissen und wir konnten leider keine neuen beschaffen. Diese schrecklichen Erlebnisse hatten die türkischen osmanischen Offiziere. Er sagt, dass wir manchmal einen Monat lang unser Gesicht nicht waschen konnten, weil es kein Wasser gab. Sich mit Trinkwasser das Gesicht zu waschen, war ein Grund für eine Strafe denn es gab kein Wasser. Und das passiert in Palästina, wo es Wasser gibt und überall Olivenhaine sind, also nicht in der Wüste von Arabien. Außerdem gab es hier islamische Eroberungen, Amr ibn al-As. Und sie beteten fünfmal am Tag und nahmen fünfmal am Tag die rituelle Waschung vor. Es gibt also Wasser. Für all diese Katastrophen ist Talat Pascha verantwortlich. Talat war einer der Gründe. Er hasste das Osmanische Reich und war der Kopf der Freimaurerloge. Talat übergab Versorgung Logistik der Osmanischen Armee Manuel Karasu. Das heißt, einer hat die Hände der Armee von hinten festgehalten und der andere hat zugestochen. So ist das Osmanische Reich zu Fall gebracht und niedergestreckt worden. Außerdem schoben sie die Katastrophe den Arabern zu und sagten, sie hätten Verrat begangen. Aber diese Wahrheiten werden auch heute nicht erzählt. Es gab jüdische und armenische Einheiten in der osmanischen Armee. Diese Gruppe hat das osmanische Reich mit ihrer von Kindheit an erhaltenen anti ausbildung und ihren niedrigen Ideen zerstört. Es gibt ein Buch namens Osmanischer Putsch. Es wurde von einem Leibwächter von Sultan Abdulhamid geschrieben. Nachdem Sie Sultan Abdulhamid gestürzt hatten, stellen Sie sich vor, dass Sie in den osmanischen Kasernen morgens das Wasser abstellten, damit niemand rituell waschen oder beten konnte und die Tugend des Gebets verloren ging. Natürlich hatten Sie die aufrichtigen Offiziere aus der Armee entlassen. Es gab ein Bedürfnis nach einem Bad, aber kein Wasser. Dies sind die Memoiren eines türkischen Offiziers. Sie wurden als osmanischer Putsch auf Arabisch übersetzt. Ein weiteres Beispiel ist ein Buch namens Die Memoiren eines arabischen Offiziers von einem osmanischen Offizier. Sie können YouTube finden. Wir waren 40 osmanische Offiziere. 39 tranken Alkohol. Ich trank keinen. Sie hielten mich fest und versuchten, mich zum Trinken zu zwingen. Es gab einen Kommandanten, Sultan Abdul Hamid. Er schreibt, dieser ihn gerettet hat. Dieser Kommandant trank auch, aber allein und sogar im Krieg tranken. Wie soll die osmanische Armee Siege erringen? Natürlich wird darüber nirgends gesprochen, weder in den Medien noch in den Schulen. Als Ergebnis dieser Ereignisse blieb vom osmanischen Reich nur Ankara, die Umgebung unbesetzt. Wenn Sie auf die Karte achten, sehen Sie, dass in Anatolien nur leere Gebiete übrig geblieben sind. Die großen Städte wurden alle besetzt. Konya, Adana, Izmir, Çanakkale, Bursa, Istanbul, Edirne, Erzurum, Trabzon, Diyarbakır, sogar Sivas wurden besetzt und noch mehr. Es blieb nur ein ländlicher Ort im Stil von Ankara übrig und als es zum Unabhängigkeitskrieg der Türkei kam, wandte man sich an die Koranhafizen und sagte: Lasst uns das Land befreien. Der Befreiungskrieg der Türkei wurde von Hafisen geleitet. Hier möchte ich dem türkischen Volk eine Frage stellen. Laut den Schulbüchern in der Türkei hat die türkische Nation tatsächlich im Unabhängigkeitsbefreiungskrieg nicht wirklich gegen sieben Mächte gekämpft, oder? England, Frankreich, Italien, Griechenland, Bulgarien, Armenien und so weiter hatten wir bereits auf der Karte erwähnt. Also war die türkische Nation stark genug, all diese Staaten zu besiegen und die Türkei zu gründen, nicht wahr? Sehr schön, wirklich. Diese türkische Nation, die nur vier Jahre zuvor im Ersten Weltkrieg eine schwere Zeit durchgemacht hatte, sehen Sie, nur vier Jahre zuvor gegen die Engländer und andere Großmächte gekämpft hatte, hat sich in dieser kurzen Zeitspanne unglaublich verändert. Wo waren Sie, als andere Feinde das Land besetzten? Können Sie darauf eine Antwort geben? Oder wurde das anatolische Volk ausgetauscht? Wurden die Menschen in Anatolien im Jahr 1918 plötzlich von Verrätern zu Patrioten? Ist das so passiert? Die Führungsebene hat sich geändert. Schauen Sie sich die an, die die osmanische Armee im Ersten Weltkrieg geführt haben. Schauen Sie. Deutsche, australische Offiziere und Freimaureroffiziere standen an der Spitze des Kommandos. Im Unabhängigkeitskrieg der Türkei hingegen waren es hauptsächlich Hafis-Kinder aus Anatolien. Ja, so war es. Schauen Sie sich alle Fotos von Atatürk im Befreiungskrieg an. Ja, er ist immer von Lehrern umgeben. Dieses Volk kam aus den Hafiz-Schulen und rettete das Land so gründete es die Türkei. Später änderte sich die Dinge. Nachdem die Türkei gegründet wurde, wurden die Koran-Hafis-Schulen vollständig geschlossen. Ein europäischer Bildungsstil wurde eingeführt. Eine Generation, die drei bis viertausend Wörter kannte, wurde gebildet. Die Generation, die die Türkei gerettet hat, wurde getötet. Sie waren Kinder, wuchsen heran und übernahmen die Führung des Landes. Die Kleinen wuchsen heran und die Sowjetarmee bedrohte Istanbul. Die damalige türkische Regierung suchte notgedrungen Zuflucht bei Amerika und der NATO. NATO-Soldaten kamen in die Türkei. Hat dieses Volk nicht vor Jahren die sieben Mächte besiegt? Hat es nicht die stärkste Armee der Welt, England, und die zweitstärkste Frankreich besiegt? Hatte er nicht Bulgaren, Griechen und Italiener besiegt? Was ist in 30 Jahren passiert? Die Generation der Koran Hafize, die die Türkei rettete, ist gestorben. An ihre Stelle trat eine intelligente Generation von Nachtwächtern, die drei, Wörter kannte, und es blieb der NATO überlassen, Istanbul und die Türkei zu schützen. Was ist also passiert, dass die Türkei nicht zusammenbrach, nicht zerfiel und immer noch existiert? Tatsächlich war die Einheit der Türkei bedroht. Aber im Interesse Amerikas sollte die Türkei als Ganzes vor den Sowjets stehen. Das heißt, sie sah die Türkei als eine Barriere, als eine Sicherheitsmauer. Die Türken sind ein kämpferisches Volk, geschwächt. Amerika sagte, die Türken müssten als Mauer gegen die Russen halten. Aber Amerika hielt Waffen, Produktion, Ausbildung in der Hand, um abhängig zu machen. Tatsächlich wurde Adnan Menderes hingerichtet, als er bestand, eine Schwerindustrie aufzubauen. Das heißt, ohne die Sowjets wäre die Türkei schon längst von der Landkarte verschwunden. Als die Sowjets schwächer wurden, wurden die separatistischen Bewegungen in der Türkei beschleunigt. Und die Türkei war bereits stark im Niedergang, als Erdogan schließlich kam. Und die Situation verschlimmerte sich. Das Land stand praktisch am Rande der Spaltung. Aber Erdogan kam und besserte es teilweise. Er tat, was er konnte. Er konnte es nicht ganz gerade machen, aber er verringerte die Neigung. Also zum Beispiel brachte er es von etwa 45 Grad auf 60 Grad. Es ist immer noch anfällig für den Zusammenbruch. Es ist nicht vollständig erholt. Wer ist Erdogan? Welche Ausbildung? Diese kommen mit dem Recht. Erdogan hat nie eine ausländische Ausbildung erhalten, sondern eine Ausbildung in Anatolien. Er hat weder eine französische Schule noch eine amerikanische Schule besucht. Weder wie Ahmed davutolu noch wie Babachan oder die Vorherigen, die vor ihm kamen und ihn beeinflussten. Selbst wenn Erdogan gehen würde und Türke Süleyman Seulu käme, bleibt das Risiko eines Zusammenbruchs. Solange das türkische Kind nicht ab dem Alter von drei Jahren den Koran auswendig lernt, bleibt diese Zusammenbruchgefahr bestehen, und meine Worte richten sich an alle muslimischen Nationen. Was passiert also, wenn Linke wie Imamoglu, die Feinde der Türkei, wirklich tatsächlich an die Macht kommen? Es wird zusammenbrechen. Deshalb muss die geistige Grundlage und der Verstand der Kinder jetzt erweitert werden, damit die Türkei das nächste Jahrhundert überstehen kann. Noch immer sind die Gedanken aller Muslime von Indonesien bis Senegal nachts immer noch beschäftigt und auch immer Lasst uns die Köpfe unserer Kinder wie breite, geordnete, starke Städte machen. Das heißt, wir müssen es tun. Ich hoffe, das Thema ist klar geworden. Hier ist das Interview mit Prof. Dr. Süheyl Sukha. Ich möchte, dass Sie das anhören. Facebook, Twitter und Telegram-Seiten sind unten. Lütfen treten Sie bei. Es gibt historische Dokumentationen. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.